Welche Richtung ist deine Musik? Ist eure Musik? Ja, Richtungen sind immer so schwierig. Ja, wir haben definitiv auch Rock-Einflüsse, wir haben Metal-Einflüsse, manchmal ein bisschen Dark Rock. Ich würde sagen, Rock-Metal passt schon ganz gut. Genau. Okay, was von euch bedeutet zum Beispiel dieser Tag, wo alle zusammentreffen in dem Proberaum? Ist ganz wichtig oder wenn etwas passiert oder etwas so, ja, kann etwas passieren, aber wie viel man proben in der Woche und wie lange proben in diese Probe? Und proben den gleichen so. Also, ich möchte nur rein in den Proberaum und wissen, was ist da los, was ist da passiert, so, was ist. Also, ich würde mal sagen, einmal die Woche treffen wir uns zum Glück. Wir sind, machen halt auch, haben normale Jobs halt nebenher, leider. Aber tatsächlich ist das so Freitagabend, das ist so das Ding, wo wir sagen, endlich mal wieder zusammen, endlich mal wieder rocken und die Sau rauslassen. Die Leute treffen, mit denen man seit Jahren immer sehr, sehr gerne zusammen ist Ja. und einfach eine wirklich gute Zeit haben. Das ist meistens dann natürlich, dass man mit alten Songs nochmal anfängt, die mal wieder warm, sich warm spielt, um dann halt so ein bisschen kreativer zu werden, in die neuen Songs reinzugehen, was Neues machen. Das ist halt Entspannung und wirklich Thrill am Ende der Woche. Wie lange sind Sie zusammen als Temper? Tatsächlich haben wir uns so um 2016 getroffen, zusammengefunden als Band. Wir kennen uns alle von einer Firma her und haben uns irgendwie halt zusammengetroffen, haben dort in dieser Firma ein paar Gigs gespielt und irgendwie haben wir gemerkt, es ist cool, irgendwie zusammen zu sein. Und ja, dann ist das halt zu Temper geworden. Also war auf jeden Fall Chemie drinnen und war Liebe und dann okay, alles zusammen und dann machen wir Musik und dann wir gehen in die große Bühne und dann wir gehen im Festival und dann machen wir eine Zukunft zusammen. Also das, ja, sind eine Familie, also Tempa ist eine Familie jetzt, kann man so sagen, ne? Auf jeden Fall, ja. Okay, und sag mal, was es bedeutet für euch in ein Festival? Zum Beispiel so wie diese kleine Independent, super kleine Independent Festival. Was ist für euch bedeutet das? Na, in erster Linie ist es erstmal, dass wir eine Riesenmöglichkeit haben, hier unsere Songs zu präsentieren für ein Publikum, das nicht extra wegen uns kommt, sondern wegen anderer geiler Bands. Und ansonsten ist es für uns auch Support für den Organisator dieses Festivals. Ja, also wir hoffen ja sowieso, dass wir mit unserer Musik richtig rocken und die Leute begeistern. Und wenn das klappt, dann kommen die Leute vielleicht eben auch beim nächsten Mal wieder. Ja? Und wie wir ja heute schon ganz oft gehört haben, haben wir ja in Berlin das Problem, gerade auch in der Rockszene, dass wir nicht so viele Möglichkeiten haben. Und wir haben so viele Bands, aber so wenig Auftrittsmöglichkeiten. Und dieses Festival gibt uns halt da diese Möglichkeit, viele Bands zusammenzubringen und sich zu präsentieren, neue Bands, etablierte Bands, neue Fans zu finden, neue Musik kennenzulernen und damit auch neue Einflüsse, aber eben auch ein, ja, vielleicht die Basis zu schaffen für etwas, was es länger gibt in Berlin, damit mehr Bands öfter diese Möglichkeit haben. Ey, 3 Tage! 3 Tage! Drei Es ist Tage. so geil! Es Krass. ist echt ein Was Hammer! bist du für? Du hast viel zu tun. Okay, Was hast du gesagt? 45 Bands sind das insgesamt? 45, ja, das 45. sind Heilige 45 Bands. Scheiße. Und was ich habe gemacht, ich frage mich, wenn ich ausstehe hier, wo bin ich? Was ich mache mit meinem Leben, was ich mache mit meiner Zeit. Nee, das ist nur Liebe. Also, das ist einfach eine Sache, wo ich möchte einfach euch hören, live, ja, in meinem Zuhause, das ist der Dienst. So, ich glaube, das für mich ist ganz, ganz cool, wenn euch zusammen treffen, kennenlernen und eine große Familie als viele Bands, eine Community bauen, weil das ist, was Berlin braucht und eigentlich
Ja, also Musik spielen, also raus von dem Proberaum und so. Die nächste Frage an euch, Tempa, ist, was zum Beispiel, wenn gehst du in Süddeutschland, ne? Weil sie sind aus Berlin, oder? Ja, wir sind aus Berlin. Also nicht original, also wir haben uns in Berlin gegründet. Okay, die Frage ist, wenn gehst du zum Beispiel in Frankreich deine Musik spielen, ja, zum Beispiel, ja. Und dann, wie, also das ist eine Vision, ja, wie kannst du das vorstellen, in eine andere Lade spielen als Band, weil das ist ein Tour, das ist eine, musst du Tickets kaufen, musst du deine Familie Bescheid sagen, deine Frau wahrscheinlich, und da kriegst du echte Probleme, also, ja, also ich glaube, als Band, weil wir sind schon lange zusammen, was für euch es bedeutet, oder Zukunft, was siehst du in deiner Band so als Zukunft, so rausspielen oder so? Tatsächlich ist genau das unsere Vision, dass wir tatsächlich nicht nur in Berlin spielen und vielleicht in angrenzenden Dörfern, sondern rauszugehen und dass man wirklich mal die Grenzen halt öffnet und mal schaut, okay, was ist vielleicht im Norden? Die guten Dänen oder Schweden, Frankreich, wer weiß, ja. Aber das ist natürlich, da müssen wir erstmal schauen. Wir haben tatsächlich, dadurch, dass wir halt unseren Keenan haben aus Bosnien, er meint, ey, wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir da auch mal ein paar Gigs machen. Aber ja, das ist tatsächlich dann, ja, wie Urlaub, ne? Also wir müssen uns dann irgendwie frei halten. Aber das wäre tatsächlich der Traum, ja, dass man mal so wirklich über verschiedene Städte, Länder tatsächlich auftreten kann. Ja. Da braucht man noch ein paar mehr Bands, mit denen man halt in Verbindung kommt, Locations, und dass man das irgendwie tatsächlich, also wäre eine Vision. Welt. Bucht uns. Interessant, cool. Also fett. Also ich glaube, sind auf jeden Fall sicher. Der Tempa ist eine sicher, ja. Wir werden zusammen überall gehen. Das ist super wichtig in einer Band. Also wenn deine Entscheidung musst du nicht fragen, also sagst du einfach, Guys, haben wir eine da und mach mal deinen Koffer und dann wir gehen, da ist egal. Na, also das, ich sehe das. Also Tempa ist ganz okay. Die nächste Frage ist, hier in Berlin, wir wissen schon, es gibt ein Problem mit diesen Rockszenen und kulturellen Sachen in den Rock and Roll, kann man so sagen. Was würdest du, jemand von der Regierung oder etwas so, und dann bist du, hast du eine Band und arbeitest du da in der Regierung und dann würdest du etwas ändern. Was würdest du ändern als Musikkultur hier in Berlin? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil das Thema Kultur und Musikkultur hier in Berlin, haben wir ja jetzt auch schon ein bisschen gehört, und ist ja immer problematisch, ne? Wenn ich an das Rockhaus denke vor ein paar Jahren, wo dann der Senat dann doch irgendwann eingegriffen hat und neue Verträge hergestellt hat. Es ist irgendwie nicht so selbstverständlich, dass in Berlin die Leute, die Kultur machen wollen und auch Musik machen wollen, dass die ausreichend Platz haben und auch Möglichkeiten haben. Also, es fängt ja bei den Proberäumen an. Es fängt bei den Proberäumen an. Wir haben schon über die Locations gesprochen. Ja, also man muss nicht lange drüber nachdenken. Am Schluss geht es für die Betreiber dieser Räume auch immer um Profit und wie kann man das Beste daraus machen. Das ist aber nicht die Frage, mit der ich mich beschäftigen will, ob die Profit machen oder nicht. Ich sehe als Musiker nur, wir haben halt, es ist ein harter Kampf um Proberäume und es ist ein harter Kampf um Locations. Trotzdem, das merke ich ja heute Abend hier auch wieder, verstehen wir uns als Bands richtig super. Ja? Also es ist super freundschaftlich alles, es ist kein Konkurrenzdenken da, aber wir müssen uns halt sehr wenig Platz alle teilen. Was passiert mit diesem Flyer? Was hast du mitgebracht? Wie arbeitest du, also, oder wie messest du deine Musik in der Welt, an die Welt zeigen? Also wie messest du deine Musik an jemanden hinkriegen? So. Flyer,
Merchandising, keine Ahnung, Aufnahme oder was möchtest du machen für Tempa kann in Frankreich spielen? Ja, das kann Frank beantworten. Ja, danke, danke, danke. mein Gott. Also, es ist ja immer relativ limitiert. Ne? Also natürlich können wir irgendwie tausende Euro ausgeben in Advertising und dann wissen wir trotzdem nicht, ob es ankommt. Ja? Mhm. Das heißt, eigentlich können wir nur in unserem Kreise versuchen, unsere Fans zu begeistern. Mhm. Tatsächlich so ein Festival wie deins jetzt nutzen, um tatsächlich auch andere Leute mal kennenzulernen und dass sie uns kennenlernen, sodass man halt tatsächlich beim Spielen Leute von sich selbst überzeugt. Mhm. Dass sie dann ein bisschen Devotionalien von uns bekommen, ist cool, ist schön, ja. Das wäre natürlich toll, wenn Leute ein bisschen Merch von uns dann abnehmen, aber auch da sind wir noch am Anfang, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber letztendlich geht das, finde ich, für uns nur auf dem normalen Wege, alttümlichen Wege, dass wir halt spielen, Leute von uns begeistern, um dann eine Fanbase aufbauen zu können, die halt von sich aus wächst. Natürlich unterstützt von Insta, wenn wir irgendwie die Möglichkeiten haben, die wundervollen Flyer auch von Way Too Far irgendwie noch mitzunutzen, deine Flyer nutzen, einfach die Möglichkeit, da wo wir sind, halt versuchen präsent zu sein. Mhm. Genau. Genau, ich frage das, weil danke, ja, Promotion ist immer wichtig, also Musik kann man hören, also jetzt wird es in den 2023 und wir sind in der richtigen Zukunft von dem Rock und Rock steht immer noch da und jetzt haben wir ein Festival für 40 Bands nur mit Rock und es gibt eine Schlange mit 40 Bands noch, also Rock'n'Roll ist eine Sache, welche werde den ganzen, also das ist keine Spielzeug, ne? Also ich glaube, dass Rock ist eine gute Sache von Musik, von der ganzen Musik. Es gibt viele Musikrichtungen, welche sind schon dort und niemand hört mehr, aber Rock'n'Roll, es gibt immer welche gerne das hören. Deswegen, ich habe das gefragt, weil diese Promotion ist wichtig, um das kann man das bleiben, ne? Der Rock muss bleiben. Und wie? Wir kriegen das, ich glaube, mit das hier alle zusammen weitermachen, probieren. Und die nächste Frage, was ich habe an euch, ist, welche Album ist der Favorite Album? Also, welche Album möchtest du Tempa so klingen? So wie dieses Album. Also, welche ist euer Favorit? Ja, viel Spaß. Ja, das ist so eine Frage, habe ich befürchtet, weil, was Frank auch schon gesagt hatte mit den Kategorien, also ich bin auch kein Fan von Kategorien und Schubladen und so. Ne? Das ist, ich meine, man sagt halt auch gerne als Band so, wir passen in keine Schublade, aber mich nervt dieses Kategorisieren tatsächlich. Man braucht es irgendwo, um Leute auch ranzuziehen und genauso ist es auch mit so, was ist dein Lieblingsalbum oder wie willst du klingen? Wir reden natürlich auch als Band darüber, wie wollen wir klingen und was ist typisch. Und wir haben auch mal festgestellt, wenn wir Songs entwickeln, wir machen dann irgendwie auch mal komische Breakdowns an seltsamen Stellen, also mal einfach in der Strophe oder nach der zweiten Strophe, wo kein anderer einen Breakdown reinbauen würde. Das hat sich jetzt nicht so durchgesetzt als unser typisches Merkmal, aber es war halt auch irgendwie cool, damit mal zu spielen. Und natürlich haben wir unterschiedliche Einflüsse. Sören mag eher Black Metal und richtig schnell und das spielt, hört man auch an seinen Riffs, wenn er die spielt. Ja, da geht es nach vorne. Und so versuchen wir eigentlich eher geil zu klingen und nicht zu sagen, das klingt nicht nach Tempa, sondern da eher offen zu bleiben und zu sagen, Hauptsache die Leute haben Spaß und wir haben irgendwann über die letzten Jahre so einen Slogan für uns entwickelt, Rock with Temper. Da arbeiten wir gerade auch an einem Song, der das abholen soll. Und das ist eigentlich für uns das Wesentliche, dass die Leute
mit uns rocken können, aber auch mit Temperament und einfach Spaß haben. Egal, ob sie uns jetzt ein Recording hören, also ein Album hören oder einen einzelnen Song, oder ob sie uns live vor einer Bühne erleben. Wir müssen Spaß haben. Und wie Max vorhin halt schon gesagt hat, wenn die nicken, ja, dann reicht das vielleicht erstmal schon. Es ist natürlich immer noch mal ein bisschen geiler. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Es ist so geil, auf einer Bühne zu sein und danach dieses Adrenalin zu spüren, diese Euphorie, diese Energie, wenn das Publikum deine Musik gut findet. Und wenn es nur 5 Leute sind vor der Bühne. Ja, also wir haben da keine Ansprüche. Hauptsache, ein paar Leute haben Spaß gehabt und haben eine gute Zeit mit uns zusammen gehabt. Und das ist das Wesentliche. Das ist deswegen kein spezieller Sound, kein spezielles Album. Alles klar. Also Rock'n'Roll. Also ehrlich, eine ehrliche Rock'n'Roll. Die Sache ist, das war ein guter Punkt. Was hast du, hat mir gefallen. Hast du gesprochen mit diesem Zeitpunkt, wo bringen einen Song raus, ne? Also ich möchte das, weil ich habe mir geändert, hier Andreas von Slaves and Bulldozers, der Bulldozer von Berlin. Hat geschrieben einen Song von den Corona-Zeiten, ne? Also das ist die Sache. Also Rock'n'Roll hat diese Sachen in jeder Album, es gibt eine Energie, ne? Eine verschiedene Energie. Ja. Also jeder Album, es bedeutet, etwas ist passiert in dieser Zeit, ne? Also ein Album und so. Es gibt Gitarristen, die tauschen seine ganze Pedalboard für ein neues Album, einen neuen Sound. Und das hast du gesagt, Tempa manchmal klingt nicht nach Tempa, weil möchten etwas anderes. Oder das ist egal, müsstest du nicht deine Band in eine Schubladen reinpacken oder in eine Sache. Ne? Das ist auch super interesting. Das ist ein Punkt, ist ein wichtiger Punkt in Musik. Also jeder Producer, jeder Person, wir sind Personen und ich glaube, in jeder Sekunde passiert etwas anderes in unsere Gedanken, in unsere Vision, in unsere Energie, in unsere alles, was wir möchten bauen. So. Ja, und das, ich glaube, es bedeutet, wir versuchen immer renovieren unsere Sachen. So, und das ist passiert, meistens das passiert im Proberaum. Kommt jemand mit einer anderen Idee und dann, das ist so wie ein Virus oder so, die kommt, oh geil, das klingt geil, ja, dann mach weiter, da geil, ja, genau. Und der Song ist fertig und ist durch und dann fertig und so ist gut. Danke für das Bescheid sagen, also ganz wichtig, nicht in eine Schublade packen. Das ist cool. Ja, für andere passen vielleicht Schubladen, also ich will das auch gar nicht verallgemeinern, also manche haben ihren Sound gefunden und sagen, das sind wir und wir identifizieren uns damit. Für uns ist es zumindest im Moment noch total offen. Raus von Tempa. Ja, das nächste Album, das ja, könnt ihr noch lange warten. Nein, also tatsächlich, ja, wir hatten das vorhin auch schon gehört, ne? Also man braucht halt Songs auch auf bekannten Plattformen, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, um zum Beispiel auf Instagram auch Reichweite zu haben. Ne? Mit einem Song zu unterlegen, klingt einfach nochmal viel geiler. Also musst du deinen Song irgendwo auf eine Plattform bringen, weil den kannst du nicht einfach von deinem lokalen Rechner hochladen. Das heißt, auch wenn du dich irgendwo bewirbst als Band, musst du irgendwie Songmaterial haben. Und das ist natürlich besser, wenn das in einer guten Qualität aufgenommen ist. Das heißt, unsere Songs, die wir jetzt hochgeladen haben, sind erstmal für Promotion, damit die Leute reinhören können und wissen, was sie erwarten können. Und nach und nach nehmen wir mehr Songs auf und wenn wir denken, wir haben jetzt irgendwie mal ein Thema für ein Album, dann machen wir das auch. Wir können auch eine EP machen. Wir haben jetzt 5 Songs, glaube ich, draußen. Könnte man auch in eine EP packen oder auch lassen. Aber tatsächlich, eins unserer Ziele für dieses Jahr ist definitiv, die Songs, die wir haben, halt zu digitalisieren, gut aufzunehmen, abmischen zu lassen, sodass wir sie halt tatsächlich gut rausbringen können, so wie die letzten 5 halt auch, sodass halt wir letztendlich so ein Set von einer guten Stunde haben, wo wir dann halt genau gut auftreten können. Okay, das ist der Plan, Das ist der Plan für dieses Jahr. Genau.
genau. Okay, alles klar. Es gibt einen Plan. Tempo haben korrekt. Wir haben einen Plan. Super. Dann, danke schön. Ich danke dir, Joe. Vielen Dank. Kannst du, möchtest du deine Song präsentieren? Ja, sehr gerne. Also mir, Chris, ist der sehr wichtig. Ich bin auch mit diesem Fake My Day tatsächlich, bevor wir den Song entwickelt haben, war der Gedanke schon da. Das ist so ein bisschen meine Abrechnung mit Social Media. Eigentlich nicht wegen Social Media an sich, aber diesen ganzen Fakes, wo die Leute eine Illusion erschaffen, die dann andere auch noch glauben. Gerade wenn man Kinder im Jugendalter hat, dann sieht man das auch schnell, wie schnell die das annehmen und denken, das wäre die Realität, und plötzlich in Depressionen stürzen, weil die Realität nicht so aussieht, wie sie die auf Social Media wahrnehmen. Und ich weiß gar nicht, ob ich einen Clint Eastwood-Film gesehen hatte. Irgendwann hatte ich dieses Zitat "Make my day" im Kopf, und ja, daraus ist dann irgendwann "Fake my day" geworden. Fake my day. Alles und klar. Ja, deswegen auch die kleine Spielerei mit der Vibration des Handys am Anfang. Ansonsten, aha, ja, rockt ab, der Song ist geil. Ja. Wir lieben ihn. Dann, das war Tempa. Haben wir. Danke, Joe. Danke.